die Einreise nach Thailand. Als erstes muss gesagt werden, dass es die alten Arrival und Departure Cards nicht mehr gibt. Das ist eine sehr gute Sache, äh, denn man muss sich vorstellen, jedes Mal, wenn man nach Thailand einreisen wollte, musste man halt eine Arrival Card, also die Karte, wenn man ausfüllen, wenn man ankommt und eine Abflugkarte, also die Departure Card ausfüllen. Das war mal recht nervig und die wollten da viele Informationen haben und halt auch, ja, alles war sehr kleingedruckt. Also das war immer ein Kampf, diese Karte auszufüllen. Aber das haben die jetzt zum Glück abgeschafft und man kann jetzt ganz normal in Thailand einreisen, ohne dass man diese Karte ausfüllen muss. Ja, man benötigt dazu nur seinen Reisepass. Der Reisepass muss sechs Monate gültig sein. Also bei der Einreise muss der noch sechs Monate gültig sein. Dann kann man ganz normal sich ins Flugzeug setzen, nach Thailand fliegen, dort ankommen und seinen Reisepass zeigen und das ganze Einwanderungsprozedere über sich ergehen lassen. Dann ist man schon im Land drin. Ja, und das Ganze ist dann für 30 Tage gültig. Das heißt also, mit meinem Reisepass, der noch sechs Monate gültig ist, kann ich 30 Tage in Thailand verweilen. Wenn ich während dieser 30 Tage einmal das Land verlasse, wenn ich zum Beispiel über die Grenze fahre nach Kambodscha und gucke mir die Sehenswürdigkeiten in Kambodscha an und reise dann wieder in Thailand ein, dann verlängert sich mein Aufenthalt ebenfalls wieder um 30 Tage. Das Ganze ist jetzt aber nur noch zweimal im Jahr möglich. Früher gab es halt spitzfindige Thailand-Experts, äh, ja, also Auswanderer, die haben sich, sind mit einem normalen Touristenvisum nach Thailand gereist und sind dann einmal im Monat kurz über die Grenze mit dem Bus gefahren und sind dann wieder zurück nach Thailand eingereist und konnten so wieder 30 Tage länger im Land bleiben. Das haben die dann das ganze Jahr durchgezogen. Also das wurde jetzt unterbunden. Das gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, jetzt kann man das. Zweimal im Jahr machen. Also, das heißt, wenn ich jetzt als normaler Tourist nach Thailand komme, ist das wahrscheinlich eh nicht interessant für mich, aber ich könnte dann theoretisch aus den 30 Tagen auch mal 60 Tage machen. Das ist also gar kein Problem. Diese Regelung gilt nur für Einreisen über den Landweg oder über Einreisen per Schiff, über den Seeweg. Wenn ich mit dem Flugzeug ein- und ausreise, das kann ich dann unbegrenzt machen. Das heißt, ich kann 30 Tage in Thailand verweilen, kann dann nach 30 Tagen wieder ausreisen mit dem Flugzeug und komme dann ein paar Tage später wieder mit dem Flugzeug nach Thailand und reise also per Flugzeug ein. Das kann ich dann so oft machen, wie ich will, weil nach jeder Einreise per Flugzeug darf ich 30 Tage in Thailand bleiben. Also ich habe ein Aufenthaltsrecht von 30 Tagen ohne Visum mit dem ganz normalen Personalausweis, der noch sechs Monate gültig ist. Gehen wir aber einfach mal davon aus, dass ich jetzt ein ganz normaler Pauschaltourist bin und ich komme jetzt in Thailand an. Das heißt, wenn ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin, gehe ich halt durch den Flughafen und suche dann den Immigration Bereich, ja, also den Einreisebereich. Dort stelle ich mich dann an einen von diesen unendlich vielen Schaltern, die dort sind. Äh, mittlerweile gibt es auch ähm, elektronische Einreiseschalter, die eigentlich nur für Thailänder vorgesehen waren, aber die wurden jetzt kurzfristig auch für normale Touristen freigegeben, weil der neue thailändische Präsident gerne möchte, dass alles schnell abgehandelt wird, damit die Touristen nicht so lange warten müssen. Ähm, also, wie gesagt, ich gehe dann einfach zu dem Einreiseschalter, dort gebe ich dann meinen Personalausweis, also nicht meinen Personalausweis, sondern meinen Reisepass ab mit dem äh, Flugticket dann werden die Daten eingetragen, gescannt wie auch immer und ich muss aber dann einen Fingerscan abgeben von meinen Fingern und ich werde einmal fotografiert. Also darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man nach Thailand einreist, werden die Fingerabdrücke gescannt und es wird ein Foto gemacht von dem Gesicht. Wenn das Prozedere dann vollendet ist, dann kriegt man seinen Reisepass wieder. Mit seinen Tickets natürlich und kann dann ganz normal ähm, zum Kofferband weitergehen und seinen Koffer holen.